Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind mittlerweile auf der Festung hier angekommen. Zellenblock. Aber ich kann wir leider nicht wirklich so weit ziehen. Ich sehe nichts. Ich würde gern was sehen und mich mal bewegen können. Hör auf, mich zu stunnen. Aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Ich brauche einen Stim-Kumpel. Alles klar. Schauen wir mal. Hat sie. Beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich. Wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Mhm. Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Alles klar. Ob es hier noch irgendwas gibt. Naja. Ah, ein paar Lasertouren. Gut, dann haben wir hier die Tür offen. Sehr schön. Könnte ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Gut zu wissen. Immerhin. Hier noch die Festungszentrale. Gibt's hier irgendwas? Nö. Erstmal nicht, wie es scheint. Dankeschön. Wir nähern uns. BD-1, du bist ein echter Freund. Was habe ich noch nie gesehen. Fortschritt. So, okay. Schlecht, selbst für das Imperium. Die waren ja sonst auch nicht so schlecht.
So, nochmal meditieren. Leider reicht es noch nicht zum Aufsteigen. Wir haben sie gebrochen. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. Mhm. Vielleicht noch eine der Kanonen. Ich glaube nicht. Das hätten wir wahrscheinlich auch von der anderen Seite machen können. Einbrechen? Gut, hallo Verhörkammer. Na, wer hat denn neues Lichtschwert? Bleib so wie ich. Ja, ich komme gerade mit dem Block hier nicht zurecht. Bleib stehen. Ah, okay. Genieße die Todesqualen. Ich brauch was, Kumpel. Okay, das macht jetzt auf einmal deutlich mehr Schaden. Hierüber. Also ich habe deutlich mehr Probleme hier. So, hat Kel keine Blockausdauer mehr, ist er verrückt und verwundbar. Ja. Das erste Mal passiert jetzt, okay. Wir können jetzt nicht so langsam, cool. Alles klar, ich schätze, hier werde ich wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen. Das läuft nämlich gerade alles andere als gut. Du kannst nicht gewinnen. Wieso geht das doch auf einmal so schlecht? Hier, Kumpel. Ich muss ein bisschen langsamer und passiver rangehen. Bleib stehen. Komm. Ziehe ich dir jetzt auch keine Ausdauer mehr ab. Das ist halt auch blöd. Triller, du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät, aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen.
überhaupt nicht. Okay. Okay, alles klar, alles klar. Diesen Angriff. Hilf mir, BD. Die kriegst du ja noch nicht hin. Och, Mann. Hör doch mal auf, mich die ganze Zeit hier anzugreifen und lass mir mehr Zeit. Meine Herren, ich dachte, ich krieg's vielleicht doch noch ohne Probleme hin. Also ohne Probleme nicht, aber auf den ersten Angriff. Ah, scheiße. So, aber gut. Nächster Versuch. Ich muss tatsächlich ein bisschen passiver rangehen und mehr Spezialfähigkeiten nutzen. Aber ich würde es doch ganz gerne reibungslos alles machen mit diesen Spielen. Es ist wesentlich schöner. Hi. Das ändert überhaupt nichts. Okay, das ist leider ein bisschen viel weggeblockt. Leide so wie ich. Steh still! So, jetzt hat das mal gesessen. Ja, ich wollte. Lass mich mal in Ruhe. Hey, Kumpel! Lass mich doch bitte ein bisschen mehr Button-Mashing und hör einfach auf zu blocken. Ich muss diesen Angriff einfach häufiger durchbringen. Bleibt stehen. Das wäre dann doch ganz hilfreich, glaube ich. Noch ein Stück. Die schön? Ah, komm. Zweiter Anlauf, immerhin. Carl! Ich habe das Holocron. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid.
Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. Okay. Nur nicht mal Lebensbalken. Lass es. Versuch was wert. Achtung! Okay. Ich glaube, wir sollten abhauen. Los, los! Soll ich da hinkommen? Hallo? So, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich den Kampf neu machen muss. Danke. Soll ich die untere Plattform? Das könnte hier auch sein. Ich habe nicht genug Zeit, mich umzuschauen und zu gucken, wo es hingeht. Da muss ich halt wirklich wieder bis zum Ende warten. Dann springen. Spiel. Hör doch auf, mir auf den Geist zu gehen und sag mir, was zu tun oder zeig mir, was zu tun ist. Diese ganzen Wiederholungen machen echt keinen Spaß. Die anderen Rutschpartien waren wenigstens eindeutig und einigermaßen machbar. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Bin ich hier fett allein? Ist denn? Jawohl. So. Los, weg hier! Komm! Geh, zurück! Was? Puh, das war knapp. Ah ja, gut. Ja. Sorry für das Rumgemecker, wie gesagt, ich hätte es halt gern reibungslos gehabt, aber... ist wahrscheinlich mit dem Endkampf dann doch nicht zu erwarten. Okay.
Wir haben ihn abgehängt. Ich schaff's schon. Dir. Ich enttäusch dich nicht. Ja. Okay, gut. Wir können mal durchschnaufen. Das ist ja ganz nett. Keiner, hörst du mich? Sie antworten nicht. Werden sie. Ich bin ganz sicher. Reese, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Sei bereit. Ich hab das Holocron. Aber... Sie ist nicht geschafft, Grace. Sie? Komm einfach da raus, Kerl. Bleib in Bewegung. Tut mir leid. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Zier. Ich kann sie in dir spüren. Zier, Zier, hey, hör mir zu. Ihr habt noch eine Wahl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte, halt, Moment! Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden.
aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Alles klar, dann sind wir tatsächlich jetzt durch. Sehr schön. Ja, alles in allem war es ja doch ein ziemlich cooles Spiel. Und hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, so ein paar Sachen, wenn es nicht auf Anhieb läuft. Aber da bin ich halt mittlerweile doch sehr ungeduldig geworden. Wo wahrscheinlich auch dann die Let's Plays mit Schulzen, weil ich halt immer versuche, die... Ja, das alles möglichst reibungslos und effizient mit dem Spiel zu machen. Und diese anderen Wiederholungen... Und Neuversuche stören mich mittlerweile doch schon sehr. Aber ja, nee, sehr coole Geschichte. Optisch halt auch wieder sehr, sehr gut inszeniert und sehr hübsch dargestellt. Aber wie gesagt, die Frostbite Engine ist halt auch, soll wohl ziemlich übel sein, damit zu arbeiten. Aber dafür sieht sie halt gut aus und ist sehr ressourcenschonend. Und von daher war es mal wieder ein sehr schöner Augenschmaus. Ja. Genau, dann wieder ein weiteres Star Wars Spiel hier auf dem Kanal, was wir dann noch abschließen konnten. Und wie gesagt, zum Großen und Ganzen lief es eigentlich gut. Der Schwierigkeitsgrad war okay, also wie gesagt, war eigentlich ganz gut. Also das war, es war jetzt nicht so, dass man wirklich durchrennen konnte. Das wäre wohl auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad der Fall gewesen, was ich so mitgekriegt habe. Aber so hat es ja dann doch noch ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, bis auf die neunte Schwester haben wir... auch alle Bosse im spätestens zweiten Versuch erledigen können, was ja auch ganz gut ist. Bin ich ja fast etwas stolz. Ja. Gut, dann würde ich euch mit den Credits nochmal allein lassen. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und, ja. Vielleicht kommt ja noch irgendwie was. Also, ich glaube, man kann auch weiterspielen. Danach. Und wir könnten, also man könnte theoretisch halt noch die restlichen Gebiete absuchen, aber ich habe alles, was ich haben will. Wie gesagt, schade, dass dieser eine, das eine Achievement nicht ausgelöst hat. Oder vielleicht löst es jetzt ganz am Schluss noch aus, keine Ahnung. Aber ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao. Euer Peacemaker.